Boah, wir haben es geschafft. Jetzt, ja, jetzt gucken wir nochmal zurück und machen die letzte Mission vom, vom lieben, nein, warte, die letzte Mission? Nein, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Missionen er jetzt noch hat, aber noch zwei hat oder noch eine, egal. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch die letzte Mission von Donald Love. Ich denke, viel schwieriger kann es nicht mehr werden. Ich nehme auf keinen Fall diesen endlangen Tunnel. Dann fahre ich hier über die Brücke und hoffe wieder, dass sie unten ist, wenn ich komme. Nein, ist sie nicht. Diesmal habe ich Pech. Dass mich da noch jemand reinschiebt. Unterschiebt. Oh, hier geht es weit runter. Ui, hier möchte ich nicht runterfallen. Ah, da kommt sie ja schon wieder runter. Jo. Kann man eigentlich, aber. Genau, hier war ja die Checkpoint-Dingens. Ui, was geht denn hier ab? Oh, ich habe meinen geliebten Security Car verloren. Naja, egal, es gehen nicht mehr viele Missionen. So. Lockvogel. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate and the package. Oh nein. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy. Okay. Ah, wir sollen also Lockvogel spielen, okay. So wie ich das sehe in Shoreside Whale. Danke, Bus. Herzlichen Dank. Ja, jetzt würde ich ein bisschen zurückfahren. So, die Silhouette des Flughafens. Sieht auch geil aus. So, wir müssen wahrscheinlich wieder zum Flughafen, könnte ich mir vorstellen. Entschuldigung.
Oder nicht? Nein, müssen wir nicht. Wahrscheinlich dorthin, wo wir gerade eben schon waren. Ja, wir haben ja das Päckchen und den Gentleman irgendwie dorthin gebracht. Da im Security Car vorhin haben wir eskortiert. Und jetzt ist der irgendwie dort. Und jetzt müssen wir irgendwie Lockvogel spielen, dass der da irgendwie entkommen kann. Machen wir doch das. Ja, genau hier. Ah, und das ist genau. Und das ist, jetzt müssen wir hier einsteigen. Ui, 6 Sterne. Oh, oh. Und da kommen aber noch die Panzer, oder? Und wenn die uns reinfahren, dann... Ja, die Musik passt extrem gerade zur Situation. Aber ich kann sie leider nicht spielen lassen. Das ist jetzt ein bisschen Scheibe. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Versteck ist... Ah, auf der anderen Seite, ich verstehe. Ich fahre nämlich in meine Garage. Weil ich weiß noch, vom letzten Mal, als wir da den Panzer quasi akquirieren wollten, dass in der Garage wir von den Sicherheitskräften in Ruhe gelassen werden. Es kommen keine Panzer, ne? Das wäre ja auch... Ui! Das war aber ein Unix-Stunt. Ja, weil die Hubschrauber sind nämlich auch nicht ganz ohne. Ich stelle den einfach jetzt in meine Garage und chille sie dort. Okay, der passt, ja, passt in die Garage. Okay, so. Wer ruft denn da, bin bescheuert da? Na komm, 45 Sekunden können wir uns das Gerufe schon noch anhören. Weil ich muss ja nicht jetzt 40 Sekunden lang, ich kann ja schon vorher rausfahren. Vielleicht bei 10 Sekunden oder so. Da können wir nämlich hier auch gleich speichern. Der Hubschrauber kreist direkt über. Komm, fahr mal raus. Geschafft und wir haben wieder ein Security Car, aber ich glaube, ich stelle ihn einfach jetzt mal in meine Garage. Den Polizeiwagen auch gleich. Der sieht ja noch niegelnagelneu aus. Ups. So, Herzen brauche ich nicht. Dann werde ich hier mal abspeichern. Und es gibt immer noch ein D, also das heißt, der Donald Love hat noch eine Mission für uns. Ja, komm, machen wir die ja auch noch, würde ich sagen, oder? Nein, das wollte ich eigentlich für die Monster-Stunts, wollte ich das nehmen. Dann nehmen wir mal das Polizeiauto. Und, warte, das kann man schon überlegen. Nein, wir fahren hier über die Brücke.
Ja, würde ich sagen, machen wir noch die letzte Mission von Donald Love und vom Ray. Der gab auch noch eine Mission. Und wenn wir das gemacht haben, dann könnten wir mit, wir sehen, Asuka hat jetzt auch wieder weitere Missionen für uns. Die machen wir allerdings erst, wenn wir die ganzen, ja, sagen wir, Monster Stunts, Import, Export und Checkpoint Rally auf Staunton erledigt haben. Also wir haben dann quasi nur noch die Mission von Asuka vor dem Spielende. Immer wieder oberunfähig, aber wo ist der Einzige? Ja, genau. Hier geht's zum Flughafen. Ich möchte nicht zum Flughafen, ich möchte eigentlich wieder zurück nach Staunton, genau. Das dachte ich schon, ich fahre über die Kante. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich zu Donald Love seine letzte Mission machen. Wenn es überhaupt seine letzte ist, wenn er mich nicht noch mehr hat. Obwohl, wir haben jetzt schon einige Missionen für ihn gemacht, also ich weiß nicht, wie viele Missionen der noch hat. Loves verschwinden. Zen-Garten. Ja, das war's. Wir bekommen kein Geld für diese Mission, weil, ja, wir mussten ja eigentlich nichts tun, aber das war auf jeden Fall noch eine Mission. Die letzte Mission von Donald Love. Jetzt gibt's nur noch Ray und Asuka und natürlich noch die Telefonmissionen in Shoreside Vale. Übrigens, diese Mission, das habe ich nachgelesen, eigentlich wäre das schon noch eine Mission gewesen. Die wurde allerdings wegen dem 11. September 2001, wegen den Anschlägen, den Terroranschlägen, wurde diese Mission gestrichen, denn diese Mission hatte eigentlich zum Inhalt, dass man mit einem Flugzeug in ein Gebäude fliegt. Und das ist absoluter Zufall, also es war nicht so, dass da die Rockstar, also die Entwickler, das extra so gemacht hätten, wegen den Anschlägen, sondern das ist einfach Zufall, dass die das geplant hatten und dann ist es aber wirklich so passiert. Das sind eben die Terrorangriffe und dann haben sie diese Mission rausgenommen, weil sonst wäre das Spiel wahrscheinlich verboten worden. Oder auf jeden Fall sehr, ja. Genau, und ja, eigentlich könnten wir den Polizeiwagen auch wieder hier reinparken. Aber eben, die Mission ist in diesem Sinne gestrichen worden. Aber wir haben sie nichtsdestotrotz, haben sie erledigt, auch wenn wir nichts tun mussten. Ich werde jetzt nochmal speichern.